ein bisschen verspätet bin ich mal wieder hier mit der Yumi Twins Box, die wir zusammen auspacken. Und ich mache sie jetzt auch sofort auf, weil ich sie so sehnsüchtig erwartet habe. Und ja, ich bin irgendwie jetzt schon wieder gespannt, wie schnell die nächste ankommt. Und glaube, dass sie schon bald da sein wird. Okay. Sieht weihnachtlich aus mit dem Packpapier, ne? Ja, es steht auch was mit Christmas drauf. Und wie immer gucken wir in die Zeitschrift gleich rein, weil ich mir den Spaß nicht verderben will. Ich bin richtig gespannt. Oh, ich habe das schon in der Vorschau gesehen. Ich hatte ein bisschen gehofft, dass ich den blauen Wellensittich kriege. Wer mich kennt, weiß, dass ich blaue Wellensittiche liebe. Aber das hier ist auch mega süß. Ich bin total zufrieden. Das ist auch cute. Ich hatte nur echt so gehofft, nicht die Eule zu kriegen, weil ich finde, so Eulensachen sind nichts Besonderes mehr, weil man die überall kriegen kann. So, das ist von derselben Firma, die Alpaka Store macht, nämlich Amuse. Und man kann das hier aufmachen. Ich will jetzt sofort wissen, was man damit tun kann. Ah, da ist so einfach nur Füllmaterial drin. Also es ist so ein kleines Pouch einfach. Oh mein Gott, mit Schwänzchen und Flügeln. Süß. Sehr, sehr niedlich. Ich denke, das ist ganz cool. Man könnte da was reintun, das auch so auf den Tisch stellen oder halt unterwegs mit haben für... Also meine erste Idee war jetzt, da Taschentücher reinzutun für die Uni. So, für unterwegs. Arbeit, Uni, Schule, wo immer ihr hingeht. Okay, ich ziehe als nächstes das hier raus. Oh mein Gott, ist das süß. Oh, ist das ein Fuchs oder ein Hund? Das könnte auch ein Hund sein, oder? Ein Shiba Inu vielleicht? Cute. Ja, das sollen Hunde sein. Oh, ist das süß. Oh, wenn ich nur Japanisch könnte. Steht alles in Japanisch drin. Deswegen weiß ich nicht, wie dieser kleine Kerl heißt. Oder welche Hunderasse er darstellen soll. Aber findet ihr nicht, dass... Oh, komm her. Eine gewisse Ähnlichkeit besteht. Ja. Also ich finde, die ist auf jeden Fall da. Super. Oh Mann, das ist so süß. So cute für mich. Ah. Süß. Oh Mann, ich will unbedingt ein Regalbrett über meinem Schreibtisch machen, wo diese ganzen ultra süßen Plushies aus den Yumi Twins Boxen reinkommen. Okay. Was ist das? Jetzt bin ich, ich kann es noch nicht sehen. Ich bin jetzt echt gespannt, von was für einem Franchise das ist, weil ich das hier noch nie gesehen habe und jetzt auf den ersten Blick nicht besonders schön finde. Oh wow, das soll Snoopy sein? Snoopy the Movie. Wow, das sieht nicht aus wie Snoopy. Aber so überhaupt nicht. Ich habe allerdings auch keine Ahnung von Snoopy. Hat Snoopy einen Kollegen, der so aussieht? Aber nicht schön. Also den finde ich echt nicht süß. Sorry, sorry. Oh Mann. Boah, mir tut das leid, wenn ich sowas zu Stofftieren sage. Aber ist nicht mein Fall. Aber ein Fall für eBay. Hier ist wieder was von den Peanuts. Ich nehme sofort an, dass es ein Spiegel ist. Ja. Ja, ist leider nicht so meins. Also so ab und zu finde ich so Snoopy-Sachen mal ganz süß, aber es hat mich leider noch nie furchtbar fasziniert. Also es wird leider, glaube ich, alles bei eBay landen. Ich hoffe, dass es jemand haben will, weil wegschmeißen kann ich sowas voll nicht. Auf keinen Fall. Ich würde es eher noch verschenken. Ich guck mal, entweder ich verkaufe das bei eBay oder ich mache mal ein Giveaway. Ich weiß, mein Channel ist ziemlich klein für ein Giveaway, aber einige von euch schauen ja doch mittlerweile regelmäßig vorbei. Vielleicht können wir das mal machen. Ein Giveaway für alle Snoopy-Fans. Wow, hier ist Badesalz. Das finde ich gut. Und ich bin total gespannt, wonach das riecht. Das ist von der Marco Gushu. Und das sieht echt wirklich niedlich aus. Und ich gehe gerne baden. Von daher... Oh, super. Wie ihr vielleicht alle wisst, liebe ich Rilakkuma und das ist mega geil. Super. Oh Mann, ich liebe diese kleinen Towels. Ich habe auch immer Verwendung für die. Also
Wenn ich Kopfschmerzen habe, lege ich mir die über die Stirn. Gestern musste ich meinem Hamster das Gesicht sauber machen, weil ich ihm, der hat eine Bindehautentzündung und ich musste ihm so Creme drauf machen. Da habe ich ihm dann mit so einem Tuch das Gesicht vorsichtig abgetupft. Das war, glaube ich, sehr niedlich. Auf jeden Fall habe ich für die immer Verwendung für diese Tücher. Sind super. Oh. Masking Tape. Ich vermute jetzt mal, dass das so Washi Tape ist zum Dekorieren von Sachen. Und ich versuche gerade rauszufinden, wovon das ist. Urusai Yatsura Lum. Das sagt mir nichts. Ich habe keine Ahnung. Da ich aber hobbymäßig Postkarten tausche und die auch immer dekoriere, werde ich auch dafür eine Verwendung haben und werde damit Postkarten am Rand so dekorieren. Dafür benutze ich immer ganz gerne so Washi-Tapes. Und jetzt sind wir auch schon beim letzten Item. Oh mein Gott! Das ist eine Mütze. Oh Gott, ich weiß nicht, ob ich mich traue, die aufzusetzen. Weil die ziemlich durchknallt aussieht. Oh mein Gott. Ah, die kann man offen lassen, Gott sei Dank. Ja, dann setze ich sie auf. Ich dachte jetzt echt, dass man die so zumachen muss, um sein Gesicht. Oh mein Gott, und die ist von Nico Azumi. Ah. Das ist schon süß. Ich habe jetzt leider gerade dieses Tuch auf dem Kopf, aber... Hey, die geht sogar. Also ich finde, die sieht ganz süß aus. Und wenn ich das Tuch nicht da drunter habe, wird die auch noch besser sitzen. Ey, ich finde das sogar gut, dass ich echt... Ich glaube, es gab verschiedene. Und ich bin froh, dass ich die habe, weil die nicht so ganz so durchgeknallt aussieht. Die ist noch so dezent, ne? Ich gucke jetzt sofort. Yo, es gab verschiedene. Und zwar diese drei. Süß. So, jetzt gucke ich mal, was man noch alles anders kriegen konnte. So, genau, man konnte nämlich von diesem Vögelchen-Pouch verschiedene bekommen. Auch von diesen Snoopy-Plushies. Okay, und ich nehme jetzt an, dass es nicht dieses Tier nicht Snoopy ist, weil es da auch welche gibt, die man kriegen konnte, die deutlich mehr wie Snoopy aussehen. Von dem Rita Kuma-Handtuch haben alle dasselbe. Und ja, dieser Cube soll wirklich ein Shiba Inu sein. Und den soll man benutzen, um sein Handy sauber zu machen mit der Fläche hier unten. Um den Screen sauber zu machen. Cool. Ah, und das Decorative Tape, ne, dieses Washi Tape, gab es in 8 verschiedenen Richtungen. Alle von Loom Invader von The Return of Loom. Da steht, es ist ein bekanntes Manga aus den 80s. Ich kannte es noch nicht, aber ich bin ja auch nicht so der Anime- und Manga-Spezialist. Da müsst ihr mir verzeihen. Snoopy Spiegel, da gab es richtig viele verschiedene von. Und zwar 12 Stück. Da konnte man 12 verschiedene bekommen. Und man konnte von dem Badezeug nur dieses eine. Also da gibt es keine großen Diskrepanzen. So, resümieren zu der Box von diesem Monat. Absolute Wins. Das hier. Auf jeden Fall, wenn das nicht sogar mein Highlight ist. Das Rita Kuma-Tuch und das Vögelchen-Pouch. Hammer süß. Aber ich glaube echt, mein Lieblingsteil diesen Monat ist das hier. Dieser Plushie Cube ist so süß. Und ich finde, er passt auch perfekt zu Muffin, der jetzt wieder abgehauen ist. Aber ihr habt es ja gerade gesehen. 100% Likeness. Das stufe ich so als mittelmäßig ein, einfach weil ich die Figur nicht kenne. Aber benutzen werde ich es definitiv. Und leider einen Daumen nach unten kriegen von mir diese beiden Sachen. Weil das Ding hier, also einmal mag ich Snoopy nicht besonders. Und das ist wirklich das Hässlichste, was man, glaube ich, hätte kriegen können. Da habe ich Pech gehabt. Ja, mich hätte keins der Snoopy-Plushies wirklich übermäßig glücklich gemacht. Und ja, der Spiegel ist leider auch nichts für mich. Aber nichtsdestotrotz war es wieder total schön. Und es waren wieder Sachen dabei, die mir mega gut gefallen haben. Ich habe immer noch eine Favoritenbox. Ich glaube, das war die vom September. August oder September war auf jeden Fall die ich am allertollsten fand.
weil da fast nur Sachen drin waren, die ich super fand. Und ich bin aber auch diesmal wieder zufrieden und bin schon ganz gespannt auf die nächste Box. Und danke, dass ihr wieder dabei wart. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag.